Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir kommen jetzt zum Hardware-Video des Headbanger. Ja, ich wollte euch den Headbanger jetzt nochmal zeigen. Wir gucken uns den jetzt ganz genau nochmal an und ich zeige euch auch nochmal, was drin war im Unboxing. Das habt ihr da oben. Einmal Aufkleber. Einmal eine Montageanleitung, falls bei der Fahrt von der Post was schief geht, wie ihr den schnell wieder selber reparieren könnt, müsst ihr einfach mal Pause drücken. Und in den Karton erstmal, dann zwei Karten, also hier wo da hinten youheadbanger.com drauf steht und vorne haben wir dann den Headbanger, hier sind die Aufkleber auch mit wieder mit drauf, also als Bild, und hier steht halt drauf, dass ausgezeichnete, genial ausgearbeitete Wackelfigur, die bei Erschütterung headbangt. Kultplätze für die Figur steht hier auch drauf, auf der Box oder halt hinten auf der Hutablage. Also sieht das geil aus. Ich werde den nach vorne, ich muss mal gucken, ob ich den nach vorne machen kann aufs Armaturenbrett. Dann habe ich halt ein T-Shirt mit dazu gekriegt, was wirklich guten Stoff hat. Dicken Stoff. Also kann ich euch jetzt schlecht zeigen, wa? Ja, also der fässt sich richtig dick an. Man kann zwar so ein bisschen durchsehen, seht ihr das? Aber er fässt sich sehr dick und robust an. Ja, und dann steht dann halt hier auch youheadbanger.com. In einer Größe, ich glaube XL. XL, ja, XL. Also kann ich es auch tragen. Werde da bestimmt dann auch öfters mal an mir sehen. Youheadbanger.com. Aber wir wollen uns jetzt den Headbanger an sich mal etwas genauer angucken. Dafür mache ich euch mal nach unten, zoom euch ran. So. Und noch ein Stück, wa? Noch ein Stück. So. Und hier seht ihr richtig, wie er gerade headbangt. Ich mach mal von der Seite, dass ihr von der Seite auch sehen könnt. Also jetzt so. Und vor, zurück. Sieht doch geil aus. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen den Headbanger uns erstmal komplett angucken. Hinten, also ich fange jetzt am besten mal von hinten an, da seht ihr das am besten. So. Hinten haben wir einmal den Totenkopf hier drauf und der hat eine Kutte an. Es gibt den auch ohne Kutte, den kann ich euch, ich werde euch beide Links in die Videobeschreibung packen. Hier hinten sehen wir dann auch noch den Gürtel, der hier rumgeht. Achso, da seht ihr nichts. So. Hier seht ihr dann auch noch den Gürtel, der hier rumgeht. Auch wirklich sehr detailliert mit Silber und Schwarz. Auch die Sohlen der Stiefel kann man hier gut erkennen. Und wenn ich den jetzt mal so zur Seite mache, so, da seht ihr auch hier die Hose, da müsst ihr gucken, wie die Falten schlägt. So, hier dann das Armband mit Stacheln, auch schwarz-silber. Dann muss ich mal so machen, dass ihr das seht. So, hat er da. Da sieht man schlecht jetzt mit der Kamera, aber da hat er Ringe. So, dann haben wir ihn hier vorne. Hier seht ihr dann auch wieder die Knie. Wenn wir die Kutte jetzt hier wegmachen, zoome ich euch mal wieder ein Stück raus. So, wenn wir die Kutte hier wegmachen, ist er halt unten drunter komplett schwarz. Man sieht hier zwar so den Ansatz von einem T-Shirt, also er ist nicht komplett schwarz gemacht, also das soll ein T-Shirt darstellen. Hier geht es dann halt rüber zu den Ärmeln. Und es gibt ihn halt so in komplett schwarz oder halt mit Kutte. Dann haben wir hier auf der Seite noch ein bisschen mehr Details. So, da sehen wir da denn
Silber, warte mal, ich mach die Kutte hoch, da ist der Gürtel, da ist Silber und da hinten, das soll eine Kette sein, also die so runterhängt. Auch hier haben wir jetzt wieder mit dem Jeansstoff sozusagen oder die schwarze Hose, ich weiß nicht, ob es eine Jeans sein soll oder halt Leder oder so, dass sie hier Falten schlägt. So, dann haben wir, ich mache euch mal noch ein Stück wieder raus. So, dann haben wir, ich werde mal die Haare jetzt wegmachen. So, der ist wirklich sehr gut verarbeitet und Handarbeit. Der Typ, der das macht, von dem ich das bekommen habe, der macht die, jede einzelne Figur ist keine Massenproduktion in Handarbeit. Und selbst die Kutten, also die Jeanswesten, die ihr hier seht, die werden auch von ihm in Handarbeit gemacht. So, und jetzt machen wir mal hier so kurz die Haare weg. So, dann seht ihr das, der ist hier nicht rasiert wie ein, ja, mit Bart, wie ein Mettler halt ist. So, dann machen wir die Haare wieder nach vorne. So, und ist das nicht geil, wie der da mit dem Kopf wippt? Zoomen euch mal wieder ein bisschen raus. So. Und er ist wirklich richtig gut verarbeitet. Ich mach mal so. Er hat auch ein bisschen Gewicht. Und die Unterseite gucken wir mal uns auch noch an. Die ist halt ganz gerade, dass er vernünftig aufliegt. Wenn wir den auf der Box stellen oder halt hinten auf der Hutablage. Ich finde das geil. Ich finde das geil. So, dann sehen wir hier vorne auch so die Vorderseite, da ist er halt nicht bedruckt, nichts. Man könnte jetzt rein theoretisch, wenn man Bock hat, eins von den Aufklebern vielleicht hier vorne raufkleben, dass er da halt Metal oder Pentagramm oder den Totenkopf hat, aber der hat den ja hinten schon und der ist ein bisschen groß. Also ich glaube nicht, dass der hier so vernünftig raufpasst, aber so rein schwarz und mit Kutte. Ey Leute, sieht das nicht geil aus? Und dann mit dem Stachelband und hier hat er auch noch einen Ring, den habe ich euch vergessen zu erzählen. Boah, ich bin so geflasht. Also der sah, muss ich euch sagen, der sah bei Amazon schon geil aus. Dass er jetzt so groß ist, hätte ich nicht gedacht. Und dass er in real noch geiler aussieht als auf den Bildern, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin mega mäßig begeistert. Hier vorne mit dem Totenkopf auch, den muss ich euch nochmal zeigen. Und ist das nicht geil, wie der headbangt? Ich kann ja nicht headbangen, ich habe nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf, weil es will auch nicht mehr wachsen und an meiner Seite nur Haare haben, ist auch scheiße. Aber ich find's geil. Also ich bin mega zufrieden. Also dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wenn ich mit dem mit Auto war. So, warte mal, wenn wir vor und zurück machen. So. Seht ihr das? So. So ruppig fährt man natürlich nicht mit Auto, wenn man jetzt... Und dann wippt er. Ich find's geil. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich werde euch den Link natürlich unten drunter in die Videobeschreibung klatschen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst mir einen Daumen oben da. Ein Kommentar, wie ihr den findet, würde mich auch interessieren. Schreibt doch mal einen Kommentar, wie ihr so einen Headbanger findet, weil ein Wackeldackel hat ja fast jeder alte Mann. Ja, aber hallo, die neue Generation hat einen Headbanger hinten drauf. Ja, würde mich halt mal interessieren. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich bin dann mal wieder weg. Ahoi, sagt euer Odin.